Ich habe heute eine liebe Freundin, beziehungsweise eine tolle Dame. Ich liebe dich. Ich finde dich großartig. Ich finde großartig, was du machst. Vor allem Danke. auch, als wir uns schon kennengelernt haben, fand ich, das war so eine, ich weiß nicht, du hast so eine super, super liebevolle Wirkung an dir, was ich sehr, sehr wertschätze und sehr, sehr toll finde. Dankeschön. Und zwar habe ich die Verena hier, Verena Wittmann. Und vielleicht einfach zum, ich sag mal, zum Kontext. Wir haben uns auf Bali kennengelernt in 2018 oder 19. Das war, ich glaube, 2018 war es. Also Ich glaube auch. ist schon eine Weile her. Und das Interessante ist, wie ich dich kennengelernt habe. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie wir uns kennengelernt haben. Aber in der Zeit weiß ich, zum einen hattest du natürlich noch einen Partner oder einen anderen Partner, du warst verheiratet, aber da kannst du gleich nochmal tiefer eingehen auf deinem Weg. Und bei dir zu der Zeit ging es ganz viel zum einen, also wie ich dich wahrgenommen habe, es ging um Fotografie ganz viel und um deinen Podcast oder um euren, doch erstmal war es dein Podcast, glaube ich, und dann euer Podcast. Ja, schon, wie auch Also erstmal habe ich dich so kennengelernt und dann, zumindest was ich so von außen danach so mitbekommen habe, hattet ihr einen eigenen Shop. Da kannst du gerne nochmal drauf eingehen, bis es dann in Richtung Beziehungen und Sexualität geht, was ich super spannend finde. War auch die, so den Weg dahin. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie du das nochmal wahrnimmst. Und vor allem, was ich so cool finde oder warum wir auch so diese Connection haben oder warum ich dich auch jetzt in den Podcast reinholen wollte, ist generell so das ganze Thema Beziehungen, also zwischenmenschliche Beziehungen. Ne? Wir hatten das Thema ja vorhin kurz privat, dass Beziehungen ist Beziehung ist Beziehung. In dem Sinne hat es nicht so, okay, Partnerschaft und da endet es. Ist ja ähnlich wie mit mir. Ich gehe auch in ganze Unternehmens- und Teamkonstellation rein. Und das heißt, wie du auch als Inhaber quasi mit deinem Team bist, in der Beziehung mit deinem Team, eigentlich spiegelt das auch deine privaten Beziehungen wider. Von daher ist, ne, schließt das eine das andere nicht so ganz aus. Und ja, das ist so, finde ich zumindest, unser Berührungspunkt. Und deshalb fand ich es sehr spannend, dieses Thema mal auch von deiner Seite zu beleuchten, wie du das ganze Thema zwischenmenschliche Beziehungen siehst, Kommunikation, Bedürfnisse, also was auch so da drunter liegt, quasi unter manchmal Konflikten oder was wir halt nicht, was wir wahrnehmen, aber oft gar nicht so ganz greifen können. Und das ist für mich ja, ich habe dir ja von Metaphysik so ein bisschen erklärt, was so mein Überbegriff Metaphysik quasi ist, die Tools, die ich nutze. Und das ist, also für mich ist das auch das, so das nicht Greifbare, aber es schwingt halt immer irgendwas mit. Und ja, gib mir gerne aus deinen Worten mal durch, wie du so deinen Weg wahrnimmst und wie du da hingekommen bist zu dem Thema, was du jetzt so überwiegend machst. Ja, also erstmal danke, dass ich da sein darf. Danke für das Gespräch und vor allem vielen lieben Dank für deine schönen einleitenden Worte auch zu mir und meiner Person und zu unserer Begegnung und alles. Dankeschön. Ja, du hast ja schon so ganz kurz angeschnitten und ich habe dir auch gerade gesagt, dass ich immer überlege, so wo fange ich an, wenn es um meine Entwicklung, um meinen Weg geht. Ich bin jetzt seit 2010, also schon seit 13 Jahren, so auf meinem eigenen persönlichen und spirituellen Weg. Ich sag ja auch immer so, jeder sollte Spiritualität irgendwo definieren, was Spiritualität ist. Für mich ist Spiritualität der Weg zu dir selbst. Und der wurde bei mir 2010 ausgelöst durch einen Autounfall. Glatteis, Autobahn, rechte Leitplanke, linke Leitplanke und mir ist nichts passiert. Aber mir wurde halt die Frage gegeben und das Gefühl war so, wie wenn ich einmal rausgezogen wäre aus dem Leben und voll reinkatapultiert mit einem ganz großen Ja dafür und dieser Frage, was würde ich bereuen, wenn es jetzt vorbei wäre? Und die begleitet mich seitdem und richtet mich immer wieder aus und ist auch maßgeblich für den Weg, den ich gehen durfte, weil ich seitdem wirklich immer mehr reflektiere und mich selbst frage und hinterfrage, wer bin ich, wer möchte ich sein, welches Leben möchte ich leben, um halt dann auch nie an den Punkt zu kommen, dass ich sage, okay, wenn es morgen vorbei ist, dann möchte ich nichts bereuen, dann möchte ich gelebt haben. Und ja, dieser Punkt damals hat viel in mir verändert. Natürlich hinterfragt man dann alles, man hinterfragt den Job, die Beziehung. Du guckst in jeden Lebensbereich rein, du hinterfragst dich als Person. Und ich habe wirklich einmal, damals, ja, 2010, alles auf den Kopf gestellt. Ich habe meinen Job verändert. Ich habe meine Beziehung damals beendet, weil ich gemerkt habe, okay, das ist nicht das, was mich wirklich, was ich wirklich leben möchte, was mich wirklich erfüllt. Und habe auch viel an mir als Person gearbeitet und bin dann damals mit Wolfgang zusammengekommen. Wir sind jetzt
Ja, vor 1,5 Jahren haben wir uns getrennt und sind dann einen sehr schönen, sehr intensiven Weg zusammengegangen. Und das ist auch Beziehung für mich. Beziehung ist für mich Wachstum, zusammenwachsen, zusammen mehr werden. Und ich glaube, dass es auch Beziehung ist, Beziehung, egal in welchen Beziehungen, egal ob Geschäftsbeziehung, Liebesbeziehung, Freundschaften. Es geht immer darum, dass du gemeinsam durch eine Leichtigkeit mehr wirst. Und diese Beziehung hatten wir. Wir durften ganz viel erleben, viel reisen, uns viel verändern. Wir haben uns gemeinsam auch selbstständig gemacht. Also ein stetiger Weg, der immer nach oben ging. Und ja, es war immer so eine Bereicherung und da auch nochmal Beziehung ist für mich die Basis davon. Also, dass meine Intention einer Beziehung, und ich glaube, das ist auch eine schöne Definition, ist immer den anderen, mein Gegenüber, darin zu unterstützen, in all seinen Träumen, Zielen und Wünschen. Und das, was er erreichen möchte. In dem Moment, wo ich an den Trigger komme und merke, okay, mein Partner sagt, dass er möchte ein Jahr ins Ausland gehen, und es macht was mit mir. Ja, natürlich redet man dann drüber, aber dann kann ich mich wieder selbst hinterfragen, warum macht es denn was mit mir? Und solche Wege hatten wir auch miteinander, also durften uns das sehr stark entwickeln. Und ja, vor knapp 1,5 Jahren sind wir dann an den Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, okay, es geht jetzt nicht mehr weiter. Wir fangen an, dass wir nicht mehr das Paar sind, was wir eigentlich immer waren, dass wir ja, so anfangen, so ein bisschen auf die Nerven zu gehen, um es in ganz weltlichen Worten zu sagen. Und kurz vor dieser, wo es halt wieder so ein bisschen bergab miteinander geht. Und damals, das war dann auch, war das noch vor, nee, das war kurz nach Corona dann schon, genau, weil Corona war für uns auch so ein großer Wendepunkt. Weil, wie du schon eingangs erwähnt hast, komme ich ja aus der Fotografie. Und hatte dann auch unseren gemeinsamen Podcast, wo wir auch schon viel mit Menschen geredet haben über deren Leben, die spirituellen Wege und alles. Und dann kam Corona und Corona war für uns auch so ein Wendepunkt, weil natürlich, wenn du in der Hochzeitsfotografie tätig bist, legt es einmal alles still. Das heißt, wir hatten dann zwar mit unseren Freunden den Sommer des Lebens, weil wir keine Arbeit hatten und einfach eine Poolparty nach der nächsten machen konnten, aber dann war halt wieder dieser Punkt, so, okay, wie geht's denn weiter? Und da ist dann der Silence in Flow Concept Store entstanden. Das waren für mich, also ich wurde von meinen Eltern sehr naturverbunden und sehr alternativ erzogen und hatte schon immer die Verbindung zu Edelsteinen und Kräutern und wusste, okay, wie mir das gerade hilft. Und dann war es, okay, wenn es mir hilft, hilft es anderen auch. Und so haben wir innerhalb kürzester Zeit dann den Store hochgezogen und da auch, es hat wieder gezeigt, einfach, was wir für ein gutes Team miteinander immer waren, innerhalb von 4 Wochen. Dann möchte ich mal sagen, doch relativ professionell einen Store hochzuziehen. War schon ein Ding, er wurde auch sehr gut angenommen. Und ja, dann habe ich mich beruflich um den Store gekümmert. Wir haben Edelsteine, Armbänder, Räucherwerke, jetzt aktuell nur noch Räucherwerke, Demeter zertifiziert. Und dann kam da wieder so ein Punkt, wo die Wirtschaftskrise kam. Und das haben halt so viele Stores also spüren dürfen, dass es halt kein sicheres Standbein ist, sondern es ist halt immer so wackelig. Du weißt nicht, okay, was lassen die sich außen einfallen? Wie reagieren die Leute? Wie ändert sich der Konsum? Also super spannend. Das war dann auch so ein bisschen herausfordernd. Dann ist parallel auch das mit der Beziehung, wo du merkst, okay, was möchte mir das Leben da gerade sagen? Und ich sage, jede Herausforderung ist immer ein Schritt zu dir selber. Darum brauchen wir auch diese Tiefen. Es sind so viele, die immer nur von den Höhen sprechen, immer nur von Glück, Erfüllung. Ja, darum geht es auch im Leben. Es geht aber um Genuss. Aber wir müssen auch diese herausfordernden Momente haben, weil das sind die Steps, die uns zu uns selber bringen, weil wir da die Möglichkeit haben, zu reflektieren, zu hinterfragen, und weiterzukommen. Und so war es halt dann, dass ich Ende 2022 echt das zweite Mal dann mein Leben komplett auf den Kopf gestellt habe. Wir haben uns getrennt, ich bin ausgezogen. Das allererste Mal in meinem Leben alleine wohnen, alleine sein, ganz neue Erfahrungen, einen Store zu haben, wo du merkst, okay, wie geht's weiter, was muss ich machen? Wolfgang hat sich dann auch so ein bisschen rausgenommen, also im positiven Sinne rausgenommen, weil wir gemerkt haben, okay, jeder muss gerade auch so ein bisschen auf sich schauen. Und dann kam halt dieses Thema Beziehungen immer mehr, weil es war schon immer so in meinem Umfeld, egal, mit wem ich gesprochen habe, wir sind immer auf Beziehung und Sex gekommen. Und Wolfgang meinte irgendwann zu mir, wieso redet jeder mit dir über Sex? Wieso öffnet sich jeder so krass dir gegenüber? Und ich dachte mir so, ja, das ist mein Thema. Das ist, worüber ich gerne spreche, wo ich merke, das öffnet bei den Menschen was. Und gerade Beziehung und Sex, wir sagen immer, das Schulsystem ist veraltet. Aber unsere Beziehungen und unsere Sexualität ist ganz genauso veraltet. Wir leben oft den Sex unserer Großeltern. Das passt nicht mehr in unsere Zeit.
Und da habe ich gemerkt, dass wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dass diese Grenzen, die wir im Kopf haben, einfach erweitert werden. Sie werden gesprengt, es gibt neue Perspektiven, es gibt plötzlich so, ah ja, stimmt, von der Seite habe ich das noch gar nicht betrachtet. Und Wolfgang und ich, wir haben selber unsere letzten 2 Jahre eine offene Beziehung auch geführt. Also durften da auch viel Erfahrung sammeln. Was ist, wie fühlen sich so ganz alternative Beziehungskonzepte auch an? Was bringen das auch für Höhen und Tiefen mit sich? Wie geht man damit um? Und ja, so durfte ich dann jetzt seit einem Jahr um mein Pussy aufbauen und bin da eben dafür da, Menschen, vor allem Frauen, eben wieder diese Grenzen zu erweitern, mehr in ihre Sexualität zu bringen, in wirklich erfüllte Beziehungen. Glückliche Beziehungen können wir alle leben. Ich wäre mit Wolfgang auch, wir hätten unser Leben lang zusammenbleiben können. Wir wären immer glücklich gewesen, aber halt nie erfüllt. Und ich sage immer, es gibt viel zu viele glückliche Beziehungen da außen und viel zu wenig erfüllte Beziehungen, wo die Vision passt, wo die Werte stimmen, wo wir einander, ja, dieses Mehr werden, wo ich dir gesagt habe, dieser Wachstum, der ganz von alleine passiert und wo es so viel mehr ist, als wir uns eigentlich vorstellen können. Und auch Sexualität, diese wirkliche lebende Sexualität, wo du davon, wo du genährt wirst, wo du ja auch da dich erfüllt fühlst, wo du merkst, so krass, mir geht es danach so viel besser. Auch da die Alternativen, was gibt's eigentlich alles? Und diese ganzen gesellschaftlichen Ansichten mal ja, wegzunehmen und zu hinterfragen und zu öffnen auch. Und im Coaching bin ich dann so im Bereich mit selbstständigen Frauen und Unternehmerinnen, weil da ist es ja auch so dieses, ich meine, das wirst du genauso kennen wie ich. Wir leben unsere maskuline Seite im Unternehmen sehr stark aus. Wir geben da ganz viel rein, wir bauen auf, wir tun, wir machen. Aber wenn wir keine erfüllte Beziehung leben, wenn wir keine erfüllte Verbindung zu uns selbst haben, haben wir nicht so viel Energie, dass wir wirklich ein Unternehmen nachhaltig aufbauen und zum Wachsen bringen können, weil uns dieser Ruhepol fehlt, weil uns dieses Ankommen fehlt, dieses Auftanken fehlt. Ich hatte auch mal einen sehr schönen Kontakt, der meinte dann auch zu mir, das war für mich dann auch so ein bisschen mind-changing, wenn du all die Energie, die du gerade in den Kampf um deine Beziehung steckst, in dein Unternehmen gesteckt hättest, wo wärst du dann heute? Und genau das ist es. Und da dürfen wir selbstständige Frauen und Unternehmerinnen uns darum kümmern, dass wir Heilung in unsere Beziehungen, in unsere Sexualität bringen, weil das der Nährboden von allem ist. Und dann bringen wir unser Business nochmal auf ein ganz anderes Level. Ja. Genau. Und damit sind wir jetzt auch im Jetzt angekommen. Das war jetzt viel Reden ohne Punkt und Komma. Aber ja, das bin ich so ganz grob umrissen. Finde ich mega. Ich finde der wirklich dieses, ich sag mal, Zitat oder den Spruch finde ich echt cool, weil ich meine, ich kann es ja, wir haben ja gesagt, ne, wir haben gesagt, wir, beziehungstechnisch sind wir auf demselben, Beziehung ist Beziehung ist Beziehung, so. Und wenn wir echt uns mal bewusst machen, wie sehr uns gerade dieses zwischenmenschliche Energie zieht, egal ob es jetzt die Partnerschaft ist, Freundschaft, Familie, whatever. Und einfach mal sehen, okay, wie können wir das denn vielleicht lösen für uns? Sei es wirklich, dass es positiv ausgeht oder sei es auch negativ. Also ich meine, gerade Unternehmer, und das ist eben der coole Punkt, dass das Ding ist, dass, und du wirst es kennen, ich meine, du bist ja noch länger selbstständig als ich. Das ist so eine krasse persönliche Entwicklung. Und wir wandeln unsere Identitäten ja quasi permanent und haben dadurch auch, finde ich, eine andere Erwartung an unser Umfeld natürlich irgendwo, weil wir uns so permanent so weiterentwickeln und irgendwo, ich würde gar nicht sagen, auf einem höheren Level sind. Das ist einfach nur ein anderes, eine andere Ebene, Anderes, ne? Eine ja. andere Frequenz. Und aber so wichtig deshalb auch zu sehen, wie viel Energie uns wirklich Beziehungen ziehen können. Und da mal hinzugucken, weil das ist, finde ich, egal in welcher Konstellation, in welcher Beziehungsdynamik, dass uns wirklich, ich meine, wenn du irgendwie einen Konflikt hast, also jeden, ich glaube, es gibt niemanden, oder doch, es gibt wahrscheinlich welche, die es komplett irgendwie abschotten können, aber dann auch wieder so, ob es jetzt wieder gesund ist, alles so auszublenden im Leben. Aber dass wir uns so lange nicht damit befassen, aber dass im Hintergrund so viel Energie zieht, bis Ja. wir das vielleicht gelöst haben. Entweder das wird für uns gelöst und vielleicht wendet sich dieser Mensch dann von uns ab, oder wir gehen aktiv rein und gehen vielleicht in diese Konflikte auch rein, sprechen Themen an. Ich meine, das ist ja auch, ne, Kommunikation, das ist ja ein Riesenthema. Wie kommuniziere ich das? Das ist so ein großes Feld. Also ich meine, wir können ausarten bis sonst wohin, mit dem Podcast, aber was ich vor allem
ganz spannend finde, weil es bei dir wirklich auch viel um Körper geht, um auch die Beziehung, ne, zu sich selbst und dann eben zu anderen Menschen, dass allein schon, wenn es, finde ich, wenn es um das Thema Sex geht oder generell eigentlich auch die eigene Sexualität, dass Sexualität ist ja so diese Energie, dieser Chi im Körper wird ja auch freigesetzt. Und ich glaube, auch das unterschätzen wir viel zu sehr. Plus einfach, und das ist wirklich auch ein Thema, worüber ich mit vielen Menschen rede und wo ich tatsächlich auch mit der Metaphysik Menschen reinbringen möchte, weg von diesem nur vom Kopf, sondern wirklich in diesen Körper reinbringen. Zum einen, was tut dir natürlich gut, aber auch zu lernen, so die eigenen Körperempfindungen, um noch mehr in den eigenen Körper reinzukommen und auch in diesen Entspannungen, was ist auch gesagt gerade, ne, wir als Selbstständigen, dass wir sehr in dieser männlichen Energie sind und wieder viel mehr in diese Balance kommen dürfen. Wieder so Yin Ja. und Yang ausgleichen dürfen und okay, was entspannt uns? Also wie können wir wirklich diese Gleichheit finden? Und ich glaube, da kannst du mir gerne auch mal ein Feedback geben, gerade auch was Beziehungen betrifft. Und ich meine, ich habe dich und Wolfgang ja damals auch so ein bisschen, ich beobachte ja viel, ne? Und ich sag mal so, ich habe ein sehr, sehr starkes Feingefühl und kann wirklich so manchmal so zwischen den energetischen Zeilen lesen. Dass gerade wir Frauen im Business ja wirklich zu dieser Männlichkeit neigen und dann lernen dürfen, in diesem Privaten dann wieder mehr dieses Weibliche rauszuholen. Und das ist eine ganz große Challenge, weil wir können unser Business auch auf eine weibliche Art und Weise führen. Wir sollten das auch tun, wieder da auch mehr ins Empfangen gehen, impulsiv nach dem Gefühl handeln und entscheiden. Und dann aber, wenn wir es auf die Straße bringen, das Maskuline bringen. Aber oft, und das ist so ein bisschen ein schwieriges Denken, denken wir halt dieses Business. Wir fühlen es nicht, sondern wir denken das. Und da das momentan noch vorrangige ist, ist es halt auch schwierig, dann im Privaten dich plötzlich einem Mann hinzugeben. Und das ist aber so wichtig, weil da, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir halt unsere Energie wieder ziehen und unseren Mann auch wieder Mann sein lassen dürfen. Und du hast es ja auch so schön mit der sexuellen Energie gerade angesprochen. Wir kreieren, also wenn wir Sex mal runterbrechen, dann ist Sex Leben. Sex ist das, woraus wir entstehen. Sex, also wir sind Sex und sind so viel im Verbot mit Sex, dass wir da gar nicht mehr das schöpfen können, was wir eigentlich schöpfen können. Diese Energie, aus der wir kreieren. Wie geil ist es, wenn du mit einem Mann zusammen bist oder auch mit dir selber, das ist egal. Und du hast an dem Punkt, wo du zum Orgasmus kommst, wo dieses Energielevel am allerhöchsten ist und du setzt Intention und kreierst aus dieser Energie. Was ist das bitte für eine Manifestation? Also wie kannst du diese Lebensenergie, die ja kreiert und erschafft, nutzen und wieder in dein Business umlegen? Also wirklich aus dieser Energie wieder mehr schöpfen und erschaffen, wofür die Energie ja da ist, weil wir erschaffen ja Leben daraus. Und das ist ein schöner Punkt, wenn wir uns halt, und wir kommen als Frau in unsere vollkommene Ekstase, wenn wir lernen, uns hinzugeben in der Sexualität, wenn wir runterkommen, wenn wir loslassen, wenn wir nichts mehr tun und in diese Passivität kommen, dann entfalten sich Energien noch mal ganz, ganz anders. Ich glaube, was einfach wichtig ist, sich vor Augen zu halten, ist zu gucken, okay, wann brauche ich jetzt gerade das Männliche, das Yang und wann das Yin? Ich meine, zum Aufbau, zum Businessaufbau, ich meine, natürlich, du brauchst dieses Yang, du brauchst dieses in Aktion gehen, du musst irgendwo dieses. Erstmal brauchst du aber die Vision. Ja. Und die Vision empfängst du durchs Yin. Ja, stimmt. Und dann bringst du sie durchs Yang auf die Straße. Das stimmt. Du kriegst die Vision rein, hast dann aber so diese Klarheit irgendwo, auch wieder dieses Männliche. Und Genau. für mich ist das Männliche, jetzt kommt eine Katze, für mich ist das Männliche vor allem auch dieses, und das ist halt das Schöne, beide Energien halt zu sehen. Und für mich kommt das Thema, und deshalb finde ich auch so schön, dass und so spannend, dass du bei mir jetzt gerade im Podcast bist, immer wieder hoch, dass gerade in Beziehung, wenn wir beide Energien nutzen können und auch im Business, was dadurch entstehen kann. Oder jetzt gerade in meinem Fall oder was ich mache mit dem Team, wenn du die Energien ausgeglichen hast, gerade Yin und Yang irgendwo, du hast so eine geballte Kraft. Und das Männliche ist ja vor allem, und das ist, glaube ich, eben das Wichtigste, gerade am Anfang vom Business, das Männliche ist ja das Stabilitätgebende. Du baust erstmal quasi ich sag mal, diesen Plusgraben irgendwo. Und danach fließt dann das Weibliche, hat dann die Richtung und kann sich dann in diesem Rahmen komplett entfalten. Und vielleicht darüber hinaus noch, aber das Männliche gibt immer so ich finde diese Stabilität und diese Richtung, diese Klarheit irgendwo vor. Und das ist auch wichtig, weil wenn wir anfangen, das so zu leben, dann ist wieder Klarheit auch in den, ich sag mal, Rollenverteilungen, ohne dass ich jetzt von klassischen Rollenverteilungen sprechen möchte, aber wenn wir auf die Energien gehen, ist ja dieses, es ist ja alles
sehr maskulin. Es ist egal, ob es irgendwelche Systeme sind, ob es unsere Arbeit ist. Es ist sehr maskulin geprägt. Was dann aber passiert ist mit dem, also mit unseren Männern, die ja dieses Maskuline verkörpern, wenn dann aber wir in unserer maskulinen Art kommen, dann crasht es aneinander. Das Maskuline ist so verwirrt, dass es gar nicht mehr sein kann. Wir können auch nicht unser Ursprung sein und es fängt an zu knallen. Wenn wir Frauen aber wieder wissen, wie wir in unserem Ursprung sind und wieder lernen, dem Mann den Rahmen halten zu lassen, uns dem hinzugeben, wenn der Mann auch wieder diesen Rahmen halten kann, dann können wir uns da austoben in unserer Weiblichkeit, in allen Gefühlen, in all unserem Sein, in all unserer Unbegreifbarkeit. Dann können wir wieder in unseren Ursprung kommen, können fühlen und empfangen und dann entsteht eine schöne Symbiose. Und das ist für mich auch Beziehung zwischen Mann und Frau, dass sie wirklich diese Energie nutzen können und daraus kreieren können. Dann entsteht halt so viel mehr, wie wenn beide Seiten irgendwo verwirrt sind und da rumtümpeln und nicht mehr wissen, was eigentlich gerade los ist. Ja. Es liegt so viel an uns Frauen. Also ich meine, wir Frauen neigen ja in Beziehung oft dazu, auf die Männer zu deuten, auf die Männer zu zeigen und wissen ja, wie sich die alle verhalten müssen und sollten und so. Aber wenn du mit einem Finger auf dein Gegenüber zeigst, zeigst du mich drei auf dich. Und egal, ob es um Sexualität geht oder um Beziehung geht, sind wir Frauen die, die gerade die Arbeit tun dürfen, weil wir sind die, die in der falschen Energie sind. Wir sind die, die tun, machen und anders leben, die im Sex zu aktiv sind und Leistung bringen und machen. Wenn wir wieder lernen, an unseren Ursprung zurückzukommen, wird das die Beziehung komplett verändern. Und alles, unser Leben, unser Business. Ja. Also ich glaube auch, dass wir zum einen, also immer beidseitig gucken müssen. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Also das ist so mein Empfinden und das kriege ich auch immer mehr mit, wenn es um das Thema geht, gerade auch in Richtung Polaritäten, dass Männer, und ich meine, ich kenne das, ich sag mal zumindest meine Erfahrungswerte, die ich die letzten Jahre hatte oder die Menschen, die ich kennenlerne, dass zum einen natürlich generell durch uns Frauen, weil wir so sehr in diese maskuline Rolle gefallen sind. Aber ich glaube auch durch das System und das, ich glaube auch, also meine persönliche Meinung, dass sei es Pornos, sei es wie wir uns ernähren, sei es, keine Ahnung, Umweltgifte, whatever, irgendwo auch wie so dieses Testosteron bei den Männern senken. Und dass die dann automatisch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, schwächer sind, aber irgendwo diese auch oft in diese weiblichere Rolle rutschen und dann kommen wir Frauen noch und Ja, übernehmen oben jetzt. drauf, mein oben drauf. Ja. Ja. Und da immer beide Seiten anzugucken. Ich meine, klar, ich glaube auch irgendwo, dass wir Frauen, ich glaube auch, dass die weibliche Energie wie gefühlt zuerst kam, weil das ist genau das, was du meinst, irgendwo diese Vision. Und dass dann so diese Männlichkeit, so diese Klarheit und diese Struktur gibt. Und dann kommen wir Frauen wieder in, okay, wir können uns dann darin fallen lassen und komplett Ja. aufblühen und entspannen und das viel größer machen, was da ist. Und wir dürfen in unserem Business stark sein, wir dürfen präsent sein, aber wir dürfen wieder lernen, in der Beziehung weich zu sein und uns mal wieder führen zu lassen, uns anzulehnen. Und da ist es Schwäche, was sehr, sehr positiv ist, weil Schwäche wiederum Verletzbarkeit ist und Verletzbarkeit das ist, was uns wirklich stark macht. Ja. Ich Und habe nochmal was. mir ist gerade was noch ein Beispiel kommt, das habe ich letztens auch erst wieder raufgeholt. Ist eine, ich weiß nicht, ob du das kennst, das, ich weiß gar nicht, wie das genannt wird, das Panda-Prinzip. Also es Nee. sind also Pandas angeblich, ich meine, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, ich habe ja keine Pandas und kann das nicht beobachten. Aber Pandas, und das Bild finde ich ganz schön für männliche und weibliche Energie in der, ich sag mal, Beziehung oder Partnerschaft, dass die Frauen suchen sich die Männer danach aus, wie viel die Männer ertragen können. Also die Frauen zeigen halt wirklich diese komplette chaotische, und das ist ja auch weiblich, diese chaotische Energie, auch irgendwo diese Dramenenergie. Und nur wenn der männliche Partner das halten kann, gibt es ein Match. Wenn nicht, dann sagt sie, weg, mach kein Wunderschönes neues. Bild, wenn wir uns vorstellen, wir denken ja auch immer als Frau, wir müssen jetzt halt uns von unserer besten Seite zeigen, wir dürfen jetzt nicht zu emotional sein, wir dürfen uns nicht zu viele Gedanken machen, wir müssen jetzt halt schön ordentlich sein. Aber wenn wir wirklich so sind, wie wir sind und mit all unseren Gefühlen, mit all unseren Emotionen, mit all dem, was gerade da ist und keine Maske mehr tragen, ziehen wir ja den Mann an, der A am besten zu uns passt und der B auch diesen Raum halten kann. Und wenn wir uns vorstellen, wenn wir emotional sind, wenn wir toben, wenn wir in dieser puren Weiblichkeit sind und er einfach nur kommt und dich umarmt und dich halten kann, ohne ein Wort. Ja, Was willst du mehr? absolut. Und ohne jetzt dieses typische, wir wollen einander retten oder sowas, ne? Sondern Ja, aber auch von einfach ihm, halten. ohne mit einzusteigen, ohne sich runterziehen zu lassen. Er bleibt in seiner Präsenz, in seiner Stärke, ohne Drama, ohne
keine Ahnung, Diskussion, ohne ja auch mit runterzugehen, sondern er hält einfach nur. Wie schnell werden so viele Beziehungsprobleme gelöst? Ja, und das auch nicht zu überdramatisieren, dass der Mann dann sagt, oder ne, die Frau versucht runterzudeckeln und auch, was heulst du jetzt wieder oder keine Ahnung was, sondern Einfach einfach nur mit halt, offen ich sehe dich. sein. Ja, einfach Ja, nur halt, ich sehe dich, ich halte dich, ich bin da. Es ist ja. alles okay. Ist eigentlich so simpel, oder? Also. Eigentlich so. Die Theorie ist total einfach. Also eigentlich ist es nicht so schwer. Aber ich meine, klar, ich habe auch einen guten Freund, der geht genau in die Richtung. Also eigentlich gerade was Unternehmerin betrifft, also wirklich die Unternehmerin, die natürlich auch diese krasse Alpha, also Alpha-Persönlichkeit haben, die wieder mehr in dieses Feminine reinzubringen. Und mit ihm unterhalte ich mich auch da tatsächlich ganz, ganz viel drüber. Dass, es ist wirklich, also du brauchst irgendwo natürlich klar diesen Rahmen, dass du fließen kannst, dass du dich fallen lassen kannst. Aber du musst auch bereit sein dafür. Du musst auch selber quasi wissen, okay, ich darf Das jetzt hier. meine ich, es fängt halt mit uns an so. Also wir Frauen sind schon so ein bisschen First Step, wir dürfen nicht so viel nach außen zeigen, sondern auch halt die Arbeit bei uns machen so. Absolut. Und dann ist es halt immer die gemeinsame Vision. Das finde ich das Allerwichtigste, dass man das in der Beziehung bespricht. Gemeinsame Vision, gemeinsame Werte und Standards, dass man da in eine Richtung blickt, egal in welcher Lebensphase. Wenn ich überlege jetzt mit Wolfgang, wo wir das erste Mal ausgesprochen haben, dass wir nicht mehr das füreinander sind, was wir eigentlich sind, dass wir uns vielleicht trennen sollten, war es auch klar, so, okay, wo wollen wir hin? Und für uns war es immer, okay, wir wollen eine bewusste Trennung, wir wollen diesen Kontakt nicht verlieren, wir wollen die Verbindung nicht verlieren. Und wir haben daran gearbeitet und es hat gedauert, das waren Höhen und Tiefen, aber wir hatten immer diesen Polarstern. Und natürlich kommen dann Ängste hoch, dann kommen Themen hoch und dann arbeitest du aber wieder gemeinsam daran. Und ich muss sagen, da bin ich auch ein bisschen stolz auf uns, dass wir das so hinbekommen haben, dass ich weiß, wenn ich ihn heute Nacht um 3 anrufe, weil ich irgendwo in Berlin sitze und es mir schlecht geht, würde er sich in sein Auto setzen und mich holen. Und genauso andersrum. Wir haben diese Verbindung nie verloren, sondern wir konnten es aus einer Liebesbeziehung, dass ich sagen kann, wir sind Familie füreinander. Es ist so zweifellos, man ist füreinander da. Und da sieht man mal wieder, was halt alles entstehen kann, wenn die Vision gemeinsam ist und man daran arbeitet, egal wie viel Höhen und Tiefen. Weil es geht nicht immer um die pure Harmonie, sondern es ist halt immer dieses, lass uns gemeinsam dieses Ja immer wieder zueinander finden und schauen, was wir füreinander sein können. Ja, ich finde das ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil das ist auch einer meiner Ansätze, erstmal dieses stabile Fundament zu schaffen von, okay, haben wir die gemeinsamen Werte, haben wir die gemeinsamen Visionen. Also gerade klar, in Beziehungen, ne, partnerschaftlich hast du natürlich immer zwei Menschen, die dann so in die gemeinsame Richtung gehen, wobei es auch nicht heißt, dass die Leute so sind, ne, sondern jeder kann natürlich auch so seinen eigenen Weg Es sind finden. zwei Leben, die komplett sein müssen und sich dann begegnen. An dieser Schnittmenge entsteht die Beziehung. Ja. Voll schönes Bild. Und für mich ist das auch gerade im unternehmerischen Kontext super, super wichtig, dass dieses Fundament steht, dass, keine Ahnung, wenn, ich meine, ich glaube, du hattest ja auch Menschen, die für dich gearbeitet haben oder mit dir zusammen, dass die Werte irgendwo übereinstimmen, dass ihr gemeinsame Werte habt, dass die Vision, wenn ich ein Unternehmen gründe und stelle dann Menschen ein, dass ich irgendwo auch sicherstellen kann für die Menschen, dass sie irgendwie ihre Vision mit integrieren können in meine größere. Weil ich meine, Ja. was ist es? Du hast, das ist genau der, also das Schöne, was du gesagt hast mit, okay, wir können jetzt glücklich sein, wobei ja super viele Leute in ihrem Job gar nicht glücklich sind. Aber wie schön ist es, wenn sie komplett erfüllt sein können und in dieser Arbeit, die sie da vollbringen, in einem Unternehmen von einem anderen Menschen, ihre Vision komplett, wenn sie selber nicht bereit sind, ein eigenes Unternehmen zu gründen, selbstständig zu sein, ihre Vision komplett da reinbringen können und mit erfüllen können. Ich meine, Schön. dieses Fundament zu haben. Ja, weil Erfüllung macht aus allem mehr. Ja. Glücklich sein ist gut, aber Erfüllung macht mehr, wenn du erfüllt bist, egal in welchem Lebensbereich. Und das ist so wichtig. Und dafür müssen wir aber auch selbst mal wissen, so was wir wollen. Also die eigene Vision fürs Leben aufstellen, für dich als Person aufstellen, die Beziehungsvision aufstellen, deine Werte und Standards checken und für dich wissen. Weil dann ist auch wichtig. Und das ist auch wieder da, Beziehung ist Beziehung. Egal, ob du jetzt jemanden einstellst, ob du, keine Ahnung, Freundinnen begegnest oder ob du halt einem Mann begegnest oder einer Frau, mit der du zusammen sein möchtest. Du musst deine Werte kennen. Und dann kannst du checken, ob die von dem anderen da übereinstimmen. Und ich finde, eine der ersten Fragen in irgendwelchen Dates, wenn man merkt, das könnte ernster werden oder auch in Einstellungsgesprächen, sollte immer die Frage der Werte sein. Weil wenn wir merken, dass wir überhaupt nicht wertekonform sind, besteht nie eine Langfristigkeit. Man kann nie glücklich und erfüllt werden, weil es gibt keine guten und schlechten Werte, aber wir unterscheiden uns. Wenn wir uns zu viel unterscheiden, dann gibt es nie dieses Match. Dann sind die Menschen halt einfach nicht die richtigen füreinander.
Siehst du, und ich weiß, warum ich dich reingeholt habe, weil wir echt identische, ich glaube, auch Vorgehensweisen haben und identische Ja. Säulen. Dass wir erstmal wirklich, es muss klar sein, du musst wissen, was du quasi willst. Du musst dich selber auch kennenlernen irgendwo und die Beziehung zu dir. Und dann wirklich dieses ganze Wertesystem, Vision und Co. quasi pflegen, weil das ist so das, also das ist so mein Fundament, auf wie ich arbeite. Und dann kannst du Ja, halt geil. gucken, ne, Kommunikation, wie kommunizierst du miteinander, was sind die einzelnen Bedürfnisse der Menschen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch für dich, also bei dir in der Arbeit ein ganz großer Aspekt ist, ne, Kommunikation und wirklich die Bedürfnisse auch. Kommunikation ist die Basis von allem, wenn du weißt, wie du kommunizierst, was deine eigene Kommunikation ist. Und die meisten Beziehungsprobleme, sag ich mal, zu 90, 95% beruhen immer auf der falschen Kommunikation. So heftig. Kommunikation ist so, so, so wichtig. Aber da auch erstmal in die eigene Kommunikation zu finden. Also mal ganz offen und ehrlich mit sich selbst sprechen. Wovor habe ich Angst? Warum traue ich mich manche Dinge nicht? Was denke ich über mich selbst? Da mal so scheiße ehrlich zu sein und manche Dinge auch einfach nicht schön zu reden, sondern einfach zu sagen, ja, ich bin halt jemand, der, keine Ahnung, Beispiel, sich nicht verletzlich zeigen kann. Ja, ich bin jemand, der vielleicht sich manchmal mehr an erste Stelle stellt wie andere Leute. Okay, ich bin vielleicht auch jemand, der ja die ein oder andere Lüge mal platziert, die vielleicht nicht angebracht ist. Also lautest so Dinge da in seinem eigenen Wesen erstmal ehrlich und offen mit sich selber zu sprechen, auch wenn es weh tut. Aber dann wissen wir, okay, was sind denn auch meine Fehler, also Fehler in Anführungszeichen, wo ist mein Entwicklungspotenzial, was sind meine Themen? Und wenn ich es schaffe, die zu lösen, dann kann ich in Kommunikation auch mit anderen gehen, weil auch in der Beziehung, wenn wir die Themen von den anderen wissen, wenn ich weiß, okay, mein Partner, keine Ahnung, ich habe ein großes Thema mit Ablehnung zum Beispiel. Jetzt bei den ganz am Anfang, Wolfgang hat mich vorgestern gefragt und meinte so, hey, wie war der Start in unsere Beziehung? Was war das so? Und dann meinte ich auch so, ja, du hast halt manchmal Überstunden gemacht und ich habe mich abgelehnt gefühlt. Wo das eine ja nichts mit dem anderen zu tun hat, aber manche Dinge triggern halt in deine eigenen Themen rein. Jetzt, wenn ich meine Themen kenne, kann ich in die Kommunikation gehen und sagen, hey, Wolfgang, ich weiß, du kannst nichts dafür, du musstest länger arbeiten. Ich warte jetzt hier gefühlt seit einer Stunde. Aber ich habe das Gefühl und das triggert das in mir, dass ich gerade wieder Ablehnung erfahre. Das hat nichts mit dir zu tun, aber es macht gerade was mit mir. Er weiß, okay, sie ist jetzt nicht zickig und angepisst, sondern sie ist einfach nur gerade getriggert in ihrem Thema. Wir müssen jetzt nicht das Diskutieren anfangen, wir müssen jetzt nicht irgendwas, keine Ahnung, vom anderen rechtfertigen oder sagen, warum bist du jetzt schon wieder so, sondern das ist Kommunikation auf einer ganz anderen Ebene. Und so ist es ja auch mit den Angestellten, so ist es mit unseren Freundinnen. Da ist wieder Beziehung, es unterscheidet sich nicht. Ja, absolut, absolut. Also das finde ich genau. Und das zu erkennen, also über sich selber zu wissen, aber auch bei anderen Leuten. Also ich finde, das ist so der erste Schritt, weil wenn, keine Ahnung, wir einen Konflikt haben und ich merke, oh Gott, ich werde sauer. Entweder ist mein Thema, neige ich zum People-Pleasing und will dir das dann wieder recht machen. Das ist ein Ja. großer Punkt, auch, ne, in jeder Art von Beziehungen. Oder ich gehe in diese wütende Rolle rein. Und wenn ich zum Beispiel in diese wütende Rolle reingehe, zu schauen, okay, wie kann ich, wenn ich das erkenne, wie kann ich das kommunizieren bei Konflikten? Ich sage, weißt du was, bevor ich dich jetzt, und das bin ich zum Beispiel, ich habe, ne, Familienmitglieder jetzt so ein bisschen weiter weg, die mich irgendwie sehr geprägt haben in der Kindheit, die ins Ghosten gehen. Also die entweder ins Ghosten gehen oder in wirklich so, ich nenne es mal dieses Silent Treatment, also dass sie wirklich dann tagelang nicht mit dir reden und dich komplett Ja. ignorieren. Ja. Und ich für mich, weißt du, so dieser Verbindungsmensch, super schmerzhaft. Und ich denke so, oh mein Gott. Wie kriegst du diese Verbindung jetzt wieder her mit diesen Menschen? Und wenn jemand bewusst genug ist, zu sagen, du, ich habe dieses Muster, dass ich Leute dann quasi abkappe aus meinem Leben, zu sagen, du, weißt du was, ich brauche das jetzt gerade, dass ich, wir haben jetzt gerade diesen Konflikt und ich brauche, dass ich mich kurz zurückziehen kann. Lass uns in 3 Stunden drüber reden, lass uns morgen drüber reden, was auch immer. Aber dass der andere Mensch, und für mich ist ein ganz, ganz großer Wert Transparenz. Also wirklich Klarheit und Transparenz. Und das einfach mal auszusprechen, dass der andere weiß, woran er auch ist. Das ist für mich persönlich so ein, weil sonst du, für mich ist Unklarheit und Unsicherheit somit das größte, Ja. sag mal, der größte, wie heißt es, der größte Schmerz irgendwo. Ich denke, oh Gott, einfach sprich es aus. Sprich es Ja. lieber aus, egal wie unangenehm es ist, aber sprich es lieber aus, weil im Unklaren zu sein, wie ich, keine Ahnung, wie du mich gerade empfindest, vielleicht bist du sauer. Ich meine, wir wissen, drunterliegend ist immer unser Thema mit drin. Ob du hast es angesprochen, ob es Ängste sind, Bedürfnisse sind, die nicht erfüllt werden, wie auch immer.
Aber da bewusst zu sein, und das ist ja auch mein Ding, was ich mache, das quasi hochzuholen und einfach dich auch ins Bewusstsein zu bringen. Und wie gehst du damit in Beziehungen um? Und wie wirkst du damit auf andere Menschen? Was kannst du da wirklich kommunikativ mitmachen? Ja. Weil wir das hätten. Ach Gott. Ja, und da können wir alle hinkommen. Das ist ja genau dieser Weg der Entwicklung, dass wir unser eigenes Ego kennenlernen, das halt in Beziehungen sich immer wieder zeigt, dass das Ego immer kleiner wird durch die Arbeit und dass wir dann vor allem auch merken, wann kommunizieren wir aus unserem Ego. Und Kommunikation ist zum einen ja offen und ehrlich und transparent, wie du sagst, aber sie ist auch verständnisvoll, also den anderen zu sehen, den anderen zu verstehen, zu wissen, wieso der andere so reagiert und dann nicht aus dem eigenen Ego zurückzureagieren, sondern dass beide Seiten einen Schritt aufeinander zugehen. Nur so kann es funktionieren, weil wenn wir immer aneinander diese Ego-Kämpfe führen oder irgendwelche Machtkämpfe, dann kommen wir nie weiter. Und da ist auch einfach Ehrlichkeit, Offenheit. Ich habe letztes Jahr auch, ich hatte eine sehr, sehr schöne Begegnung, wo ich sehr viel lernen durfte. Und da bin ich an den Punkt gekommen, und ich glaube, das war einer der schmerzhaftesten Prozesse, dass ich meine eigenen Werte hinterfragen musste. Also was bedeutet Ehrlichkeit und Vertrauen zum Beispiel, sind eine meiner wichtigsten Werte. Was bedeutet Ehrlichkeit für mich? Wie lebe ich Ehrlichkeit? Was ist Ehrlichkeit? Und das mal zu definieren, auch wirklich deine Werte mal zu definieren, weil Ehrlichkeit sieht auch jeder anders. Und dann auch so, ja, Ehrlichkeit ist unter anderem auch das Aussprechen meiner eigenen Gefühle, Emotionen und Bedürfnisse. Und wo tue ich das und wo tue ich das nicht? Wo erwarte ich das, aber wo gebe ich das selbst auch nicht? Und dann kommen wir dahin, dass wenn wir daran wieder an uns selbst arbeiten, Beziehungen eine ganz andere Dynamik bekommen und ein ganz anderes, auch Dinge auszusprechen, obwohl ich weiß, das könnte jetzt den anderen verletzen, es könnte was mit dem anderen machen, ich könnte den anderen eventuell verlieren, aber es ist alles besser, wie es nicht auszusprechen, weil nur dann entsteht wirkliche Nähe. Und das können wir Frauen gut so in unsere Mauer so ein bisschen aufbauen, uns dahinter zu verstecken und dann so, nee, ist schon alles okay. Nichts ist okay. Sag einfach, was los ist und Ja. hab keine Angst davor, weil das ist Distanz und Nähe schafft es, wenn wir ehrlich und offen kommunizieren. Absolut. Auch Und wieder in jedem Bereich, ja. du hast auch einen guten Punkt, finde ich, angesprochen, auch wie wir bestimmte Werte überhaupt definieren. Weil jeder aufgrund seiner Erfahrung, Überzeugung kann natürlich, sei es Erfolg, jeder definiert Erfolg anders. Und Ja. das sehe ich auch. Und deshalb mache ich zum Beispiel auch also wenn ich die Metaphysik reinnehme, quasi, ich sag mal, meine Readings oder sonstiges, dass ich lieber mit den Menschen spreche und gucke, wie die Menschen reagieren. Weil du manchmal merkst so, wenn du das aber aus der anderen Perspektive das Thema nochmal betrachtest oder einfach dieses Wort, was dahinter steckt, dann sind sie so, ja, klar, jetzt macht es wieder Sinn. Es ist so wichtig, weil wir meinen Dinge ganz anders. Wir verwenden oft zu viele Worte, ohne was zu sagen. Und Sachen sind für uns selbstverständlich. Ja, hatte ich auch mal, weil ich jetzt sage selbstverständlich. Auch eine schöne Begegnung, wo ich mit einem Mann hatte, wo es dann auch darum ging. Und das ist schön, weil mit dem kann ich auch sehr offen und ehrlich sprechen. Ja, es ist selbstverständlich. Ja, was bedeutet für dich Selbstverständlichkeit? Es ist was ganz was anderes, was er meinte, wie das, was ich meinte. Und dann fängst du plötzlich an zu sagen, okay, wir sprechen von Ehrlichkeit, wir sprechen von Vertrauen. Was bedeutet für dich Ehrlichkeit? Was bedeutet das und das und das für dich? Und man kommt immer wieder an Punkte, wo Dinge anders gemeint sind. So, hey, sag mir, wenn das so und so ist. Ja, okay, was meinst du genau damit? Was bedeutet das für dich? Mal eins weiter zu fragen, und den anderen noch mehr zu verstehen, schafft so viele Missverständnisse aus der Welt. Ich glaube, was mich persönlich oder was ich persönlich denke, was mitunter ein Thema ist, warum das oft so schwer und so schwer fällt, vor allem auch jetzt. Ich glaube, dass dadurch, dass wir in der Gesellschaft sind, die immer schnelllebiger wird, ist das oft so ein Thema von, okay, ich nehme mir wirklich die Zeit, ich nehme mir die Zeit so wie jetzt, wir hören uns gegenseitig zu, wir lassen uns ausreden. Deshalb liebe ich manchmal Sprachnachrichten. Ja. Du kannst in deinem eigenen Tempo antworten, du kannst in deinem eigenen Tempo abhören, aber du lässt es kurz durchlaufen und antwortest dann. Und es Ja. ist aus diesem Effekt heraus. Und ich finde sowas halt super wichtig. Also wirklich dieser Punkt, okay, ich lasse den anderen aussprechen. Oder im Idealfall, aber das ist natürlich wirklich, ich sag mal, zeitaufwendig. Und Zeit ist ja ganz, ganz großes Thema bei uns Menschen. Ich lasse den Menschen ausreden und vielleicht wiederhole ich das, wie ich das wahrgenommen habe. Also Ja. gerade in ne, wichtigen Konfliktthemen, gerade in Themen, die immer vor allem immer wieder kommen, die immer wieder diese Energie ziehen, die wir es am Anfang hatten. Und was für mich persönlich ein wichtiger Punkt ist, ich weiß nicht, wie du generell vorgehst, also neben, keine Ahnung, ich sag mal Date Nights oder sowas, wo man wirklich sich fokussiert auf diesen Menschen,
finde ich, ist, und das haben wir damals in einem Unternehmen quasi gemacht, und so habe ich das kennengelernt. Und ich fand das ein, also für mich persönlich war das so, oh mein Gott, ja, das ist großartig. Weil ich, wenn es bei mir um zum Beispiel People-Pleasing geht, ich schiebe das dann weg und denke, okay, ich spreche das irgendwann an, und dann spreche ich das nicht an. Und das war für mich zum Beispiel ein großartiger Punkt, einfach als Tool, finde ich so, so schön. Wir haben es damals Abfuck Day genannt. Vielleicht gibt es da einen schöneren Namen für, vielleicht aber passt es auch genau so, dass wir uns zusammensetzen, egal ob es jetzt im Unternehmen ist oder in der Beziehung, dass, ob es einmal die Woche ist oder mindestens einmal im Monat, dass ich habe immer dieses Bild von, entweder man räumt wirklich diesen Keller mal aus und alles, was im Keller ist, kommt auf, weiß nicht, auf einem Fleck oder an einem Tisch zum Beispiel, alles kommt raus, alles darf rauskommen, alles, was da ist, was sich angesammelt hat, was auch immer. Wir gucken uns an, was da ist, so objektiv und neutral wie möglich und so unpersönlich wie möglich, und das ist ja der größte Punkt. Wir schauen uns das wirklich komplett einmal an, was da ist, und dann gucken wir objektiv gemeinsam drauf, wie wir das vielleicht sortieren können, was überhaupt da ist, vielleicht, ne, gucken uns das aus verschiedenen Perspektiven an, und dann, das finde ich, gibt Klarheit. Einmal Ja, alles raus. finde ich voll wichtig, dass man sich da diesen Raum und diese Zeit auch dafür nimmt. Gerade auch zu Beginn von Beziehungen finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man das immer wieder tut. Auch so ein Ding von, was oft passiert, ist, dass wir halt Themen sammeln, 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 alles in unseren Eimer packen, was uns so die ganze Zeit über nicht passiert. Dann gibt es eine Diskussion und wir schütten alles aus. Finde ich schwierig, weil dann passiert es im Affekt, wenn wir uns bewusst diese Zeit nehmen und sagen so, hey, okay, heute ist wieder Donnerstagabend, lass uns über uns reden. Wie fühlst du dich gerade? Was fühlt sich für dich gut an? Was fühlt sich für dich schlecht an? Sich so ein bisschen gegenseitig updaten. Langfristig finde ich allerdings, sollte das so ein bisschen zum Lifestyle werden. Also es sollte ein Beziehungslifestyle sein, dass man Dinge immer schneller und immer einfacher äußern kann, weil man merkt, okay, der andere reagiert ja gar nicht negativ drauf. Man kann es auch einfach jetzt dazu random beim Abendessen oder so mal anbringen, weil es nicht explodiert, weil man sich daran gewöhnt, offen und ehrlich miteinander zu kommunizieren. Und das finde ich wichtig, dass es langfristig wirklich so zum Lebensstil miteinander wird. Und weil du auch sagst, dass man dem anderen die Präsenz schenkt. Oh, ist die Verbindung jetzt schlecht? Ich glaube, oh, warte mal. Jetzt Ach, weißt du mich wieder? Ich habe gerade kurz bist du wieder den Strom da. rausgenommen, weil jetzt, genau wenn wir über solche. Ah, jetzt bin ich wieder weg. Jetzt haben wir ein bisschen schlechte Verbindung. Ja, aber geht, warte mal, wir gucken mal, bis es wieder geht, sonst schneide ich das raus. Ich wechsle Standbilder von dir. Jetzt, Geht's glaube ich, jetzt? geht es wieder. Ich glaube, jetzt Ja, geht's. jetzt Weil wieder. das Schöne ist, wir sprechen gerade über solche Themen. Und es fängt hier übelst an zu gewittern und zu regnen. Hat ja alles einen Grund, energetisch. Und wir Ja. reden gerade über, okay, wir schütten alles aus, und Ja. okay, genau das finde ich schön. Ich glaube nämlich, dass solche Tools uns dahin bringen, dass wir das dann regelmäßig im Alltag machen. Weißt Ja, du, dass wir uns was wir auch. damit quasi dran gewöhnen können und dann viel besser da auch kommunizieren können im Alltag. Genau, weil es immer einfacher auch wird. Und das ist auch was, was ich sehr, sehr wichtig finde, was ich gerade noch anschließen wollte, ist die Präsenz. Das Schönste, was wir einem Menschen unserem Gegenüber schenken können, ist Präsenz. Da zu sein, gerade in unserer schnellen Zeit, diese schnelle Zeit wieder ein bisschen zu entschleunigen. Für uns selber, setz dich morgens auf deine Yogamatte, mach deine Augen zu, mach deine Arbeit, nimm dein Journal, schenk dir die Präsenz und schenk auch deinem Gegenüber die Präsenz, wenn er mit dir redet, wenn er mit dir isst, wenn er mit dir zusammen ist. Nicht ständig am Handy, nicht mit den Gedanken woanders, sondern mal hier sein. Und auch, ja, einerseits, wir reden immer über das Kommunizieren im Sinne von Aussprechen, aber auch mal zuhören. Aber zuhören halt mit Augen, mit Ohren, mit dem Herzen, mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Das ist, wie wir zuhören sollten, wie wir es aber meistens nicht tun, weil wir mit dem Kopf woanders sind, dann wahrscheinlich auch noch währenddessen irgendwelche anderen Dinge lesen. Und das ist schwierig, wieder zuhören zu lernen. Augen, Ohren, Herz und ungeteilte Aufmerksamkeit. Das macht ganz, ganz viel an der Qualität der Beziehung, wenn wir merken, wir sind für unser Gegenüber einfach da und unser Gegenüber ist für uns da. Das bringt Kommunikation auch nochmal auf ein anderes Level. Ich glaube genau, also vor allem jetzt zu der heutigen Zeit, wo alles wirklich immer schnelllebiger wird und wir immer mehr, ne, Tabs quasi offen haben im Leben. Uns wirklich, Ja. also sei es, wenn ich mich mit dir jetzt unterhalte, würdest du jetzt, wenn wir uns treffen, dass ich nicht am Handy hänge, sondern dass wir diese Zeit bewusst, also wirklich, ist ja wie mit Kindern, dass Ja. wir, es ist egal, wie viel Zeit du mit dem Kind verbringst, aber wenn du in dieser Zeit super präsent bist mit dem Kind und nicht an deinem Handy hängst oder was auch immer machst, es ist eine ganz andere Qualität, und das ist wirklich diese Qualität in Beziehungen reinzubringen. Auch diese Art, wie können wir sagen, ich liebe dich? Ich liebe dich bedeutet auch, das Handy mal wegzulegen.
Das ist eine der schönsten Dinge, die wir in unserer jetzigen digitalen Zeit einfach erfahren dürfen. Absolut, ja. Ja. Und auch solche Sachen, ne, natürlich, also sich wirklich bewusst Zeit zu nehmen. Also egal in welche Beziehungen. Und das ist für mich tatsächlich und wird hoffentlich noch ein stärkerer Wert, weil ich habe diesen Wert, aber kommunizieren oft, das ist mein Thema, ich darf das auch viel offener kommunizieren, was so meine Standards auch sind in Beziehungen. Sei es, ne, wir sind wirklich präsent da. Wenn wir uns treffen, sind wir präsent da. Ja. Dann, also mir persönlich ist sowas wichtig, dass ich treffe mich mit dir und du bist, oder wenn wir jetzt, so wie jetzt, wir machen einen Podcast und du würdest mit mir irgendwie durch die Gegend laufen mit deinem Handy und deine Verbindung würde abbrechen oder da sind keine Ahnung, was für Geräusche. Ich meine, gut, ich habe jetzt hier Regen, ich habe hier gerade einen Rasenmäher, aber das hört man, glaube ich, bei Zoom Gott sei Dank nicht. Aber auch das ist für mich präsent und vor allem dieses respektvolle Miteinander, dass wir uns auch da, ne, hatte, fliegt gerade, fliegt vom Regen, dass wir auch da komplett, ne, präsent sind und also so präsent wie möglich, sagen wir es mal so. Das ist auch schön. Mich hat neulich auch jemand gefragt, was denn so die Dinge waren, die ich an Wolfgang besonders geschätzt habe. Und unter anderem war das auch immer seine Präsenz. Er war nie in Gesprächen am Handy. Er war nie am Esstisch mit dem Handy. Er war immer da. Er hat mir immer zugehört. Und das ist eines, ja, der schönsten Dinge, die man mit den Beziehungen leben kann. Wenn man merkt, okay, das ist gerade Qualität, die wir miteinander haben. Gerade in der heutigen Zeit, wo es so viel ist, wo man immer unterwegs ist, wo man so wenig Zeit hat. Ist Präsenz das Schönste, mit was man schenken kann. Das sagt, ich liebe dich, ich mag dich, die Zeit mit dir und das, was wir hier haben. Ja. Das ist witzig, dass ich glaube, genau gestern habe ich allein darüber nachgedacht, unabhängig von uns, glaube ich. Und das hat, ist ja, das passiert ja alles mit einem Grund, dass wenn ich mal irgendwann date, ich glaube, das wäre, oder wieder date, sagen wir es mal so, wäre das für mich mit ein Ausschlagkriterium, glaube ich, wenn ich auf einem Date bin mit irgendwem und der Mensch hängt dann, oder es kommt, also für mich ist, ich meine, ich habe seit Jahren mein Handy auf zum einen Nicht-Stören-Modus und ich kriege keine Benachrichtigungen. Also ich muss Ja. aktiv reingehen, um überhaupt dann zu sehen, wenn Das irgendwas macht ist. mit dir ja auch so viel selber, mit deiner eigenen Qualität, wenn du mal bei dir und deinen Gedanken bleiben kannst und nicht permanent da irgendwo weggezogen wirst. Also für mich allein schon. Ich meine, trotzdem hänge ich natürlich zu oft an dem Handy. Aber ich bin nicht, wenn da jetzt irgendwas reinklingt, dass ich dann, ne, meine Aufmerksamkeit da drauf ist, sondern es ist schon gezielter. Und wenn ich dann jemanden hätte, der dann, ich meine, das kann von mir aus einmal passieren, aber wenn das irgendwie dann öfter passiert, dann wäre ich so, okay, sorry, Red Ja. Flag, no go. Wäre so mein, Ja. ich denke, nee. Ach, Toll. Verena. Ich hatte gerade noch ganz, ganz kurz, vielleicht so zum Abschluss. Vielleicht machen wir nochmal so einen kleinen Bäm zum Abschluss. Machen wir, lass es uns tun. Weil du mal vorhin genau über das auch geredet hast, was Sex mit uns machen kann und aktivieren kann. Und wenn wir das mit der Intention machen. Ich weiß nicht, kennst du die, heißt die Leila Martin? Nee. Aus den USA. Die macht genau das. Also die ist Tantra-Expertin. Und die, und so wie ich das verstehe, macht sie das sogar in riesigen Gruppen, in riesigen Ah, geil. Frauengruppen, dass die Leute wirklich masturbieren und dann wirklich ihre ganze Energie quasi hochholen und damit Krass. manifestieren. Also sie nennt es, glaube ich, wirklich Sex Magic oder so. Ja. Aber ich denke so, crazy, sich das auch Hey, lass uns das in vorzustellen. Deutschland machen. Ich habe es nie so groß gedacht, sondern wirklich nur so, okay, lass uns Sex mit einer Intention haben. Also, okay, ich habe gerade keine Ahnung, die und die Vision von meinem Business, lass uns Sex haben und das mit in den Sex reinnehmen. Aber klar, du kannst es auch in riesigen Gruppen machen, ja, why not? Ich meine, für Deutschland wäre es auf jeden Fall, es wäre heftig, aber wäre ein cooler Move, glaube ich, die Energie da so Ja. reinzubringen. Ja. Ich meine, ich habe ja Events organisiert, ich stelle mir gerade vor, so ein riesen Festival mit Sex Magic, lauter Ich nackte glaube, wie Frauen. süß das Event. Ich mache die Sex Magic perfekt. Ich halte dir den Rahmen, ich mache das Event quasi fertig und dann. Perfekt. Oh mein Gott, das wäre. Oh. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was wir alle viel zu sehr noch unterschätzen. Also sei es generell Beziehungen, aber auch das ganze sexuelle Thema. Oder ich nenne es jetzt einfach mal generell Verbindung zu sich selber und seinen Körper generell kennenzulernen, weil ich glaube, das ist jetzt unabhängig vom Sex, sondern ich finde, das ist ein Thema, was oder ein Punkt, den sehr viele gar nicht so haben, diesen Zugang zum Körper. Wenn ich merke, ich werde irgendwie, ich könnte kränklich werden. Ich habe diesen Gedanken und ich stelle den ab. Also für mich ist, ich bin so weit, dass ich merke, okay, irgendwas ist da. Theoretisch früher, oh, ich werde krank, morgen bin ich krank. Und Ja. jetzt, ich spüre das und kann das wirklich wie, okay, stopp, ausschalten. Ja, Nicht, weil du dass so ich gelernt alles ausschalten hast. muss, aber ne, manchmal ist so, okay,
Ja. Oder woran liegt es gerade? Was ist es? Ich löse es, fertig, weg. Ja, sehr gut. Und so viele von uns haben diesen Zugang schon gar nicht mehr und werden dann krank und chronisch krank und und. Weil wir nicht mehr fühlen, wir fühlen uns nicht mehr. Wir spüren unsere Berührung nicht mehr, wir spüren nicht mehr, was uns bewegt, was eigentlich in uns vor sich geht. Das kommt durch diese Schnelllebigkeit, dass wir halt so schnell leben, dass wir das nicht mehr wahrnehmen, dass wir uns selber nicht mehr berühren können, andere nicht berühren können. Und ja, das ist wirklich schade, wenn du diese Qualität der Berührung verlierst, weil du nicht offen bist zu fühlen. Und das ist auch eine weibliche Qualität, die Mann und Frau haben. Zu fühlen, es wahrzunehmen, zu spüren, sich selbst wahrzunehmen, das Gegenüber wahrzunehmen. Keine Ahnung, ich mache das auch oft, wenn ich einen Mann berühren darf, dass ich in diese Situation oder in den Körper frage, welche Berührung gerade am meisten dient und am schönsten für das Gegenüber ist. Und dann nehmen wir ja auch wieder was wahr, aber es ist halt ganz langsam und leise. Und da dürfen wir halt alle wieder einen Schritt zurückgehen. Ja, und wieder fühlen lernen, unseren Körper wieder hören. Unser Körper spricht mit uns permanent die ganze Zeit. Wie du sagst, so, ich merke, ich werde krank. Okay, was ist gerade in meinem Leben los? Warum werde ich krank? Warum kommt das? Und wie kann ich das verhindern, in Anführungszeichen? Ja. Aber Lösen, das, eigentlich. ich finde es schön, dass es so Menschen gibt wie dich. Ich meine, bei mir geht es ja auch ganz viel darum, den Körper, ne, erstmal auch in die Entspannung überhaupt zu kommen, damit der Körper auch empfangen kann und überhaupt sich auch shiften kann und Veränderungen überhaupt aufnehmen kann und bereit ist dafür. Ich meine, das ist Ja. so ein großer Punkt. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir da, dass so viele Menschen gibt mittlerweile, die viel in so eine Richtung gehen und viel mehr in dieses Fühlen. Ja. Stattdessen, ich merke das und wir haben es ja so oft jetzt angesprochen, gerade das Thema Business, dass auch da merke ich bei Menschen, die dann so, okay, ich will das und das verstehen. Und ich denke, oh Gott, geh doch erstmal aus dem Verstehen raus. Ja, das ist das, wir können nichts verstehen, wir können nichts erklären. Ich habe auch so lange in meinem Leben versucht, Dinge zu verstehen, Situationen zu verstehen, sie zu hinterfragen, um sie mir zu erklären. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß einfach gar nichts. Was ist, wenn ich gar nichts weiß? Und das macht so viele Räume auf, weil wir plötzlich nicht mehr werten, weil wir nicht mehr erklären, weil wir nichts mehr wissen, weil wir einfach freier werden und dann wieder auf unsere Intuition und unser Gefühl und unser Fühlen gehen. Wir können es nicht erklären. Es kann nichts erklärt werden. Und verstanden schon erst recht nicht, ja. Und ich finde, das ist auch, das hat, schließt auch so ein bisschen das Vertrauen, Vertrauensthema ein, dass wir uns dann erstmal, also wir vertrauen uns ja dann dadurch auch viel mehr und dann auch wieder anderen Leuten. Und das öffnet, ne? Vertrauen öffnet ja. Ja, wir müssen erstmal lernen, uns selber zu vertrauen. Und ich finde Vertrauen, ich habe letztes Jahr auch viel Vertrauen hinterfragen dürfen. Wir können vertrauen, wenn wir Vertrauen bekommen. Wenn wir Vertrauen bekommen, vertrauen wir. Es ist wie Henne oder Ei, was war zuerst? Für mich ist Vertrauen immer ein Vorschuss. Den Menschen dein Vertrauen schenken, mit offenem Herzen durchs Leben zu gehen. Und wirkliches Vertrauen bedeutet dann zu wissen, dass wenn der Gegenüber dein Vertrauen ausnutzt, du weißt, dass du mit dem Schmerz umgehen kannst und stärker wieder daraus hervorgehst. Das ist für mich Vertrauen. Absolut. Und gleichzeitig dann wieder den Punkt mit, okay, ich spreche meine Bedürfnisse aus, ich spreche meine Werte, meine Standards aus und kann mich da auch, kann auch sagen, okay, weißt du was, das ist mein Wert oder ich sehe mich genau danach. Wenn du mir das nicht geben kannst, dann Genau. halt nicht. Dann nicht so. Ciao, ciao. Dann gibt Ciao, es jemand anderen, der mir das geben kann. ciao. Ja, und das ist das, weil du gerade auch das Ghosting so angesprochen hast. Gerade auf Dating und Beziehungen ist es vollkommen okay, wenn dich Menschen ghosten, weil du weißt sofort, das ist nicht dein Fall. Du verschwendest keine Zeit mehr in den Menschen. Und das ist auch okay, wenn Begegnungen nicht funktionieren. Du darfst es nicht persönlich nehmen, hat nichts mit dir zu tun. Wenn ein Mensch geht und nicht zu dir passt, hat das mehr mit ihm selber zu tun wie mit dir. Der geht nicht wegen dir. Und dann zu sagen, so, okay, es war kein Match, es kommt was Besseres. Es kommt was Besseres. Und dann nicht so an dem, ja, aber es war doch ganz okay. Ja, ganz okay, dann bin ich ja halt noch nicht mal glücklich, wenn ich ganz okay Beziehung führe. So. Oh, es ist Dann für mich auch halt über Albtraum. keinen, ja, mit dir selber fertig werden und zu wissen, so, okay, es wird das Beste für mich kommen. Und dann kannst du immer weitergehen und kannst sagen, okay, ich kann es loslassen, was war. Aber es war halt nur ein Part of so. Und in jeder Beziehung finde ich auch, und das ist für mich auch ein relevanter Punkt, wenn jemand gehen lässt oder wenn jemand geht, ist es auch immer für dich oder für den anderen. Ja. So, ob ich jetzt eine Beziehung gehen lasse oder jemanden in meinem Unternehmen oder was auch immer. Ich habe auch gerne gerade beziehungstechnisch, wenn ich meine ganzen, die Menschen betrachte, die ich kenne oder auch immer noch kenne, die
Beziehungsthemen haben. Und das ist ja genau das. Ich meine, ich habe mich mit dem Thema selbstständig gemacht, dass ich es nicht mehr mit ansehen kann, wenn Leute unglücklich im Unternehmen sind. Und du hast es quasi in Beziehungen. In dem Ja. Sinne. Aber ich denke, es gibt für jeden das Passende. Und gerade in partnerschaftlichen Beziehungen, das sehe ich tatsächlich oft, ich meine, wie oft wir Zustände aushalten, um sie auszuhalten, um nicht dieses Unbekannte zu wagen, weil es könnte ja schlimmer werden. Aber warum? Es könnte auch besser werden. Und Und loslassen ist so wichtig. Das habe ich jetzt auch gemerkt durch die Trennung mit Wolfgang. Ich war ja die, die das Ganze so ein bisschen initiiert hat. Ich meine, wir wussten es im Endeffekt beide, aber einer muss das ansprechen. Und für mich war das so schwierig, das zu tun, weil ich weiß, ich verletze den Menschen, den ich am meisten liebe oder am meisten, also ich meine, Liebe kannst du nicht aufwägen. Wir lieben ja anders. Aber er hat sehr, sehr viel Liebe von mir bekommen. Ich verletze ihn so sehr. Und das ist mit das Schlimmste, was wir tun können. Das ist wie, ich habe mich stellenweise das Gefühl, als würde ich mein Kind in den Brunnen fallen lassen. Aber ich wusste immer, dass wir an dem Punkt waren, wenn wir da nicht in den Absprung schaffen, dann werden wir beide immer unglücklicher. Das heißt, wir werden beide in ein Minus kommen. Und wenn wir jetzt den Schritt gehen, wusste ich, werden wir wieder mehr werden. Er wird glücklicher werden, weil er einer Frau begegnen wird, die ihm mehr geben kann, wie das, was ich ihm gerade geben kann, weil wir nicht mehr das Match füreinander sind. Und das ist die Vision, an der wir festhalten müssen, dass wenn wir Dinge gehen lassen, wir auch durch das Aussprechen und diesen Schmerz, den ich hatte, das auszusprechen, habe ich ihm die Chance gegeben, wirklich glücklich zu werden. Weil ja, natürlich wären wir auch und er wollte mich und alles, aber jetzt im Nachgang hat er auch gesagt, ja, es ist für uns der richtige Schritt gewesen. Du kannst in dem Moment vielleicht nicht sehen und wer bin ich zu wissen, was für den anderen gut ist. Aber ich hatte immer dieses Bild von, es wird jemand kommen, der ihm geben kann, was ich ihm nicht geben kann. Und das ist genauso auch eingetreten. Also loslassen ist immer eine Chance für beide auch. Ich hab gerade bei dem Thema habe ich immer so ein schönes Bild, was ich gerne mitgebe bei Menschen, gerade partnerschaftlich, wenn ich das sehe. Das meistens lehnt sich oder meistens oft lehnt sich ja der eine an den anderen an oder es ist wirklich wie so eine Art Dach irgendwie. Und wenn ich sehe, sobald sich ja jemand aufrichtet, kippt der andere ja runter. Ja. Und ich glaube, davor haben wir Angst. Aber das Ding ist, und ich weiß nicht, vielleicht ist es mein zukunftsorientiertes Denken, oder ich sehe immer, was da möglich ist und ich sehe immer, es ist notwendig. So wie es manchmal notwendig ist, dass irgendwie die Bombe platzt, damit dann vielleicht auch der andere Mensch sich wieder von alleine aufrichten kann. Weil, wie oft ich das erlebe, dass, oh nee, ich kann den Menschen jetzt nicht gehen lassen, weil er hat ein Alkoholproblem. Dann stürzt er komplett ab. Oder die Mutter ist vor 2 Jahren gestorben und ich halte es dann so lange aufrecht. Aber Ja. was passieren könnte, wenn, ja, es ist schmerzhaft, aber wenn du diesen einen schmerzhaften Moment hast und der Mensch vielleicht dann wirklich kurz fällt, aber dann sich wieder selber aufrichten kann komplett und nicht auf dich angewiesen ist mit als dieses Dach oder als diese Säule, was ich dann schon erlebt habe, was dann passieren kann, wenn es wirklich einmal kippt und dann wirklich einmal wieder komplett sich aufrichten darf. Es ist so viel Stärke da drin dann. Ja, es ist halt lieber kurzer Schmerz wie langer Schmerz. Und aus dem kurzen Schmerz kann danach halt so viel mehr Möglichkeit entstehen, wo wir vorher halt gar nicht dran gedacht haben, weil wir immer nur so diese eine Perspektive betrachten und diese eine Möglichkeit sehen. Und ja, das sind diese Abhängigkeit in Beziehungen dann ja, die wir oft voll miteinander leben. Ja, egal in welche Richtung, Co-Abhängigkeiten, ne? Ich meine, das auch zu erkennen und dann, und ich glaube, das ist eben das Schöne, dass es wirklich immer mehr Menschen gibt, quasi jetzt auch in dem Sinne wie dich, dass wir das erkennen dürfen und dass wir immer mehr auch diesen, ich würde sagen, nicht nur diesen eigenen Weg gehen, aber diese Dinge erkennen, welche Abhängigkeiten wir miteinander haben und dass es auch wertvoll sein kann, eben, dass wir vielleicht auch mal, sei es paar Monate nur getrennte Wege gehen. Das habe ich auch schon bei vielen Paaren mitbekommen. Einmal diesen Cut zu machen, der wichtig ist. Manchmal Ja. reicht es auch für ein paar Monate und dann auf einmal kommen diese Menschen zusammen und haben eine ganz andere Beziehungsdynamik als vorher. Also auch sowas selbst so zu beachten und zu sehen. Ich finde das allein schon wunderschön, was sich dann auch Ja. dadurch quasi festigen kann, wieder auf einer anderen. Ja, genau, weil halt jeder in seinem eigenen Leben ankommt und in dieser Stabilität und allem. Ja. Erstmal eine Person jeweils und dann, wie du schon gesagt hast, können die quasi sich so die Überschneidungen treffen und verbinden. Genau, aber es ist immer wichtig, dass wir auch so in unser eigenes Leben finden, weil dann die Arbeit zu machen, gerade, es ist egal, ob man Single ist oder in Beziehung ist, wenn man Single ist, ist es halt einfacher wie in Beziehung.
Diese Arbeit zu machen, mit sich alleine sein zu können, dieses Alleinsein zu genießen, zu zelebrieren und ganz zu werden, beugt ja vor, dass wir jemanden brauchen, der dieses Loch in uns stopft. Das heißt, wenn wir mit uns allein sein können, ist alles, was kommt, eine Bereicherung und eine Ergänzung und wir können gar nicht mehr in eine Abhängigkeit kommen. Das ist eine Fliege. Ja, ich sage immer so gern, wir sind, oder habe ich früher auch Pärchen schon gesagt, ich weiß nicht, ich war manchmal als Jugendliche schon, irgendeine Weisheit habe ich mit mir. Ich sage, ihr seid alleine geboren worden und ihr werdet alleine sterben. Ich meine, da braucht trotzdem jeder noch so seinen eigenen Pol und nicht, okay, jetzt, ihr hängt nur zusammen und alles ist, ne, voneinander abhängig. Sondern, Ja, das war ja auch das Thema, das Wolfgang und ich dann zum Schluss hatten, dass wir eben diese Symbiose waren und in der kompletten Abhängigkeit waren, dass du plötzlich komplett lost bist, wenn der Part weg ist. Und da war da auch wieder größtes Potenzial, dich selber zu finden. absolut. Und dass es oft auch nötig ist, dass es notwendig ist, diesen Schritt zu gehen, Ja, ohne zu total. wissen, was dann kommt für beide. Ja, das ist auch wieder Vertrauen. Das Leben meint es immer am besten mit dir und mit allen Absolut. anderen auch. Absolut. Verena, wo finden wir dich, wenn jemand jetzt hier mehr Am wissen besten auf möchte? Instagram. Instagram, oh my Pussy. Pussy mit I. Oder Cool. Verena Wittmann. Also unter beide erreicht man mich sehr, sehr gut. Ich werd alles verlinken auf allen Vielen Plattformen, die Dank. irgendwie da sind. Und ja, wir haben ja schon gesprochen. Ich würde dich gerne auch mal reinnehmen und deine Metaphysik ein bisschen beleuchten und auch Darfst du sehr sehen. gerne tun. Da werden wir wahrscheinlich auch sehen, wo diese Verbindungen stecken zwischen mit Beziehungen und wo deine Themen so da sind. Und Ich bin gespannt, was wir alles finden. ja. Also ich kann da Stunden und Tage lang reingehen. Das werde ich dann erstmal nicht tun. Do it. Gott. Sehr Naja, schön. wir schauen mal, was kommt. Auf jeden Fall freue ich mich erstmal, dass du jetzt hier warst und dass wir uns endlich wieder gesehen haben nach Jahren. Ich habe dich ja immer mal wieder so ein bisschen beobachtet die letzten Jahre, so was so da war. Und es finde ich schön, dass wir die Verbindung wieder gefunden haben. Und Ja, freut mich auch sehr und danke schön auch, dass ich da sein durfte. Danke für deine Zeit. Danke an alle fürs Zuhören und Hinhören und war sehr, sehr schön. Vielen Dank. ja, danke, 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 danke. Und ja, ich hoffe, wer auch immer gerade zugehört hat, die Folge hat dir sehr gefallen und wenn du mehr über Verena wissen möchtest, über ihre ganze Magie in Richtung Beziehungen und Sex, dann ja, steht alles unten irgendwo als Link und Information in Textform da und ja, bis dahin, alles Liebe, tschüss! Tschüss, danke schön.